Ja, liebe Zuseherinnen und Zuseher, wer mich das letzte Mal schon beim Helvis gesehen hat, der hat mitgekriegt, dass ich jetzt von unseren Jobpartnern ausgestattet werde. Der Anfang für dieses Jahr macht der C&A und damit ein herzliches Grüß Gott zu einer weiteren Ausgabe des Intercenter Tales Magazins. Das Intercenter Delft, wie man weiß, bietet eine große Palette an Mode. Und jetzt bin ich mal beim Dailywire-Innen, schauen, was es Neues gibt. Ja, die neue Frühjahrsmode ist eingetroffen mit total frischen Farben, damit man endlich wieder mal das Gefühl von Sonnenschein kriegt, was wir jetzt leider eine Zeit nicht gerade so gehabt haben. Ja, gerade bei den kalten Temperaturen, was wir alleweil haben, gell? Eben, ich habe schon gesehen, wie es ist heuer. Aber wir haben total frische Farben, neue Modetrends, viele neue Aktionen. Da können sich unsere Kunden schon fest drauf freuen, was jetzt auf uns zukommt. Ja gut, aber ich habe gehört, es gibt dann wirklich ganz was Neues an. Was ist denn da bei dir los da? Ja, da gibt es noch was Neues. Wir haben eine neue Mitarbeiterin und zwar ein neues Lehrmädchen. Das ist die Celine Larcher und die wird in Zukunft für die jungen Mädels als neue Beraterin top da sein. Frühling, soweit das Auge reicht. Habe ich recht? Ja, siehst du. Alle schöne bunte Farben haben wir schon da, richtig kräftig und schön, dass wir richtig mit einem schönen Schwung reinkommen in den Frühling. Okay, also dann bist du die Celine? Ja, hast recht. Und warum Dailywire? Weil mich Mode sehr interessiert und weil ich, wo ich kleiner war, seit ich 10 bin, ganz gerne da einkaufen gehe, weil es mir einfach voll taugt und interessiert. Ja, liebe Kinder, der Fasching steht vor der Tür und am Rosenmontag, dem 3.3. ist es wieder soweit. Im Intercenter haben wir von 13 bis 18 Uhr einen tollen Kinderfasching. Auf euch wartet abwechslungsreiches Programm. Und zwar gibt es eine lustige Clownshow und auch eine Schminkstation darf natürlich nicht fehlen. Alles von 13 bis 18 Uhr im ersten Obergeschoss. Nicht nur für die Kinder am Rosenmontag, sondern auch am Faschingsdienstag, am 4.3. haben wir ein lässiges Programm und für alle Spätentschlossenen haben wir einen guten Shop bei uns im Haus, das ist der Frechtags. Und wer für ein Fasching noch kein Kostüm hat, der ist beim Frechtags gut beraten und das nicht nur die Kleinen. Ja, wir haben viele Kostüme noch da, vom Baby angefangen, für die Kleinen bis zu 15 Jahre circa. Bei den Mädels ist heuer Prinzessin Cinderella sehr angesagt, bei den Burschen natürlich Polizei und Cowboy. Und für die Erwachsenen, die am Dienstag zu uns ins Haus kommen wollen und den Fasching auskriegen lassen wollen, haben wir noch sehr viele Accessoires wie Hüte, Perücken und so weiter. Wie Sie sehen, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und was die Alexandra vergessen hat, Feuerwehrmänner sind natürlich auch voll im Trend. Musik darf natürlich auch nicht fehlen und so laden wir wieder zu unserem jährlichen Faschingschaos ein. Am Faschingsdienstag sorgen für beste Unterhaltung die Zellbergburm von 13 bis 16 Uhr und anschließend von 16 bis 18.30 Uhr die Huberjockelburm. Im Erdgeschoss sorgt DJ Di Stefano für eine tolle Disco-Musik. Und damit Sie eine ähnlich gute Verkleidung finden wie ich, kommen Sie möglichst schnell zum Freitags, damit die besten Kostüme nicht vergriffen sind. Wissen Sie, was eine Schultaschenparty ist? Ich auch nicht. Deswegen gehen wir jetzt rein und fragen ihn Robert. Robert? Ja, Robert, jetzt muss man bitte erklären, was ist eine Schultaschenparty? Eine Schultaschenparty dauert 3 Tage bei uns, vom Donnerstag bis Samstag, glaube ich, 6. bis 8. März. Ja, korrekt. Und da können alle zu uns in die Tiroler kommen, werden vom geschulten Personal aufs Beste beraten, was es für neueste Trends bei den Schultaschen gibt. Wir haben an die 100 verschiedene Sorten von Rucksäcken und Schultaschen bei uns im Laden. Da sieht man jetzt gerade schon einen Teil. Es kommt jetzt jeden Tag, kommen da einige Kilo zu uns herein. Und da habe ich jetzt zum Beispiel hergerichtet, die haben wir heuer ganz neu im Programm, das sind die ganz tollen Ergo-Bags. Das ist eine neue Marke, das sind die Ergo-Bags aus Deutschland. Die machen jetzt Rucksäcke, wie wir es da herüben haben, und eben die Schulranzen für die Anfänger. Und das Besondere bei denen ist, sie sind sehr ergonomisch geformt. Sieht man relativ gut da am Rücken, kann ich euch gleich mal sagen. So schaut das ganze Ding da aus. Da ist eine sehr gute Polsterung, die sich eben perfekt an den Rücken vom Kind anliegt. Das heißt, das Gewicht wird optimalst aufgeteilt. Wie der Kollege schon gesagt hat, das sind meistens um die 10 Kilo, was man da mitschleppt. Ist für ein kleines Kind relativ viel. Gell? Und da kannst du jetzt eben erstens einmal durch den Beckengurt kannst du da relativ viel von den Schultern nehmen. Da oben hast du auch nochmal gute, dass das Ding perfekt an die Schulterblätter anliegt. Und was noch dazu kommt bei dem Modell,
So schaut es dann innen aus. Das Ding ist höhenverstellbar. Das heißt, das kann wirklich die kompletten 4 Jahre, was man in der Grundschule hat, kann das Kind mit der Tasche verbringen, weil das ist von 1 Meter bis 1,60 Meter ist das höhenverstellbar. Gell? Das heißt, die Schultergriffe liegen immer genau so, wie es das Kind braucht. Die kann man da einstellen, genau auf einen Zentimeter, dass es eben perfekt von der Form her dann passt, dass das Gewicht optimal aufgeteilt wird. So, und da hätten wir jetzt den Setsch, das ist dann der Rucksack für die bisschen Älteren. Gell? Zu dem will ich jetzt gar nicht zu viel sagen, der ist technisch auch wunderbar ausgerüstet mit aluminiumverstärkter Rückenplatte und so weiter. Aber wie gesagt, will ich nicht zu viel sagen, kommt einfach vorbei, da haben wir alles lagern, da kann man alles mal anprobieren und wir können dann euch vor Ort alle Fragen, was wir haben, eventuell können wir dann beantworten und dann eben noch obendrauf die 10% auf alles, was wir da haben. Und weil ich jetzt so fleißig war, hat mich die Froni auf einen Faschingskopf und auf einen Kaffee eingeladen. Den leg auch ich Ihnen ans Herz. Bis bald im Intercenter Teils. Alles Gute fürs Oberland.